Herzlich willkommen zur Vorlesung über Remote Method Invocation, der dritten Vorlesung hier in der Veranstaltung Verteilte Systeme im Studiengang Informatik, Informationslogistik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Technik. Es ist wahrscheinlich die erste Vorlesung, die hier von der Hochschule aus ins Netz gestellt wird, und ich hoffe, dass das Konzept sich als erfolgreich erweist. Schauen wir mal, wie da Ihre Rückmeldung zu sein wird. Das Java hier vor dem Remote Method Invocation habe ich mal eingeklammert, weil wir uns das Prinzip Remote Method Invocation erstmal generell anschauen und dann am Beispiel von Java einzelne Implementierungen durchgehen werden, was Sie dann auch in der Übung noch vertiefen werden. Dann möchte ich Ihnen kurz die heutige Agenda vorstellen. Wir betrachten also zunächst die Ausgangssituation, in der wir ein lokales Programm haben. Lokale Programme haben Sie in vielen Veranstaltungen vorher schon erstellt, zum Beispiel in Programmieren 1 oder Programmieren 2. Irgendwann erreichen wir eine Situation, in der einfach ein lokales Programm uns nicht mehr ausreicht, sei es eben aus Gründen der Verfügbarkeit oder auch weil die Rechenleistung nicht mehr ausreicht, die wir auf einer einzigen Maschine lokal nutzen können. Und dann stellt sich das Problem, wie bekommen wir einen Übergang hin zu einem verteilten Programm? Wenn wir jetzt die objektorientierten Sprachen betrachten, in denen wir normalerweise arbeiten, dann ergibt sich die Besonderheit, dass wir plötzlich Verweise brauchen auf entfernte Objekte, Objekte, die auf ganz anderen Maschinen im Grenzfall sogar liegen, zumindest aber erstmal in anderen Adressräumen. Da werde ich dann darauf eingehen, wie solche Verweise aussehen und auch welche Besonderheiten sich ergeben, wenn ich mit entfernten Objekten generell umgehen möchte. Die allgemeine Lösung, die ich Ihnen dann vorstelle, ist Remote Method Invocation. Das Konzept ist erstmal unabhängig von Java, aber weil wir hier praxisorientiert sind, möchte ich Ihnen dann auch zeigen, wie es konkret in Java ausgestaltet ist als Java RMI, Ihnen dort das Paradigma näher bringen, was dahinter liegt, Ihnen auch die Architektur zeigen zu Java RMI und dann eben an einem praktischen Beispiel Schritt für Schritt durchgehen, wie man eigentlich eine einfache Java RMI-Anwendung erstellt und wo sie sich konkret unterscheidet von einem lokalen Java-Programm. Im Anschluss werde ich Ihnen noch ein bisschen erweiterte Themen und Hintergrund präsentieren und auch ein erweitertes Beispiel, bevor wir dann am Schluss eben zur Zusammenfassung kommen. Unsere Ausgangssituation. Wir haben ein lokales Java-Programm. Dieses Java-Programm läuft in einer Java Virtual Machine und dieses Programm besteht üblicherweise aus Client-Objekten, die irgendwelche Funktionen nutzen, die ihnen Server-Objekte bereitstellen. Zu diesem Zweck hält das Client-Objekt in der Regel eine Referenz auf dieses Server-Objekt und ruft auf dem dann eben die entsprechenden Methoden auf. Wenn Sie das Ganze jetzt etwas sauber implementieren, dann implementieren Sie auch noch ein Interface für die Services, die genutzt werden sollen. Und das Client-Objekt greift eben eigentlich nur über dieses Interface zu. Und das Server-Objekt implementiert dann seinerseits dieses Interface. Soweit eine Ihnen sicherlich bekannte lokale Situation. Wenn wir jetzt diese lokale Situation betrachten, habe ich schon gesagt. Sie haben oft dann das Problem, irgendwann ist Ihre verfügbare Rechenleistung begrenzt. Und was auch hinzukommt, wenn Sie eine Lösung anbieten wollen, die mehrere Benutzer gleichzeitig verwenden, dann stellt sich Ihnen die Schwierigkeit, wie Sie das denn geeignet tun wollen mit einer rein lokalen Lösung. Und dann kommen Sie sofort auf die Idee, man könnte doch das Anwendungssystem insgesamt als verteiltes System umsetzen. Also, wir wollen jetzt übergehen zu einem verteilten Programm. Na, dann ist doch die Idee, wir trennen genau entlang dieser Linie zwischen Client und Server. Das heißt, Server-Interface und Server-Objekt würden eben in einer Java-VM laufen und für jedes Client-Objekt, das zugreifen soll auf diese Services, starten Sie jeweils eine JVM und das Client-Objekt greift dann zu. Soweit so einfach die Idee. Allein, Sie können ja hier
keine direkte Referenz halten. Zumindest mit den Mitteln, die Sie aus Java bisher kennen, ist es Ihnen also nicht möglich, Referenzen zu verwenden, die auf irgendwelche Objekte zeigen, die in anderen JVMs liegen. Was ist die Lösung dafür? Wir überlegen uns, wie wir entfernte Objektverweise einführen können. Ein entfernter Objektverweis erstmal soll ein Bezeichner sein für eine entfernte Objektinstanz, also eine konkrete Ausprägung, die irgendwo in einer entfernten JVM liegt. Und ein solcher Bezeichner würde Ihnen dann erlauben, entfernte Methodenaufrufe vorzunehmen mit Parametern. Skalare Werte in Java könnten Sie natürlich einfach verfüttern über Übergabe by value, also ganz generell als Wert übergeben. Das gilt auch für Sprachen eben, die nicht Java sind. Sie brauchen dann Objektverweise. Da werden wir noch näher drauf eingehen, wie Sie das genau lösen. Und was Sie sicher nicht haben werden, ist Zeiger. Denn Zeiger zeigen ja normalerweise bei Ihnen in den Adressraum. Und jetzt wissen Sie, dass es in Java sowieso offiziell keine Zeiger gibt. Aber Sie haben eben hier überhaupt keine solche vorgesehene Möglichkeit. Sie brauchen einen solchen Bezeichner und Sie müssen den irgendwie so eindeutig darstellen, dass es möglich wird, damit dieses entfernte Objekt von außen zu referenzieren. Und eine mögliche eindeutige Darstellung dafür, sie muss über Raum und Zeit eindeutig sein, das ist ganz wesentlich, könnte zum Beispiel sein, dass Sie eine Internet-, also eine IP-Adresse haben, zudem kombiniert mit der Portnummer und eben auch noch mit einem Zeitstempel, damit Sie hier über die Zeit hinweg eindeutig sind. Und Sie haben dann noch eine Nummer für das einzelne Objekt und Sie haben eben die Schnittstelle. Dann haben Sie eine insgesamt eindeutige externe Darstellung als Verweis. Die Nachrichten jetzt für diesen entfernten Methodenaufruf, irgendwie müssen Sie diese Methode ja aufrufen, aus dem anderen entfernten Client, aus dessen JVM, diese Nachrichten müssen dann eben diese eindeutigen Verweise genau beinhalten. Und zwar auf alle solche Objektinstanzen, auf denen Sie Methoden aufrufen. Oder aber die überhaupt nur als Parameter beteiligt sind. Denn auch solche Instanzen, die Parameter werden sollen, müssen Sie ja gegebenenfalls irgendwie auf der Serverseite referenzieren können. Notfalls sogar vom Client zum Server transportieren. Das werden wir uns auch noch anschauen. Wie sieht jetzt diese Aufrufnachricht etwas genauer aus? Ja, wir haben beim letzten Mal, als wir über Interprozesskommunikation gesprochen haben, auch schon unterschiedliche Protokollarten kennengelernt. Üblicherweise setzt man hier auf das Request-Reply-Protokoll. Sie haben also eine Anfrage und eine korrespondierende Antwort. Nennt man manchmal auch Challenge-Response. Also der Client, der fordert jetzt sozusagen den Server heraus, der sendet dort eine Challenge hin und der Server, haben wir ja auch letztes Mal betrachtet, als wir über die Rollen gesprochen haben und über Systemmodelle. Der wartet in der Regel passiv auf solche Anfragen und sendet dann als Gegenstück eine Response, eine Antwort. Wir haben einmal bestimmte Kommunikationselemente, nämlich der Client wird eben eine Challenge schicken, Do Operation, ganz allgemein gesprochen. Er wird irgendeine Operation vom Server verlangen und der Server, der kann auf seiner Seite entweder einen Get-Request haben, was dann diese Anfrage erstmal annimmt und bearbeitet und dann am Schluss wird er auch eine Send-Reply-Methode haben, die dann die Antwort an den Client wieder rausschickt. Nachrichtenstruktur habe ich eben schon mal ganz grob erwähnt, was diese Nachricht auf jeden Fall beinhalten muss. Na, sie sollte einen Typ der Nachricht beinhalten. Was ist es eigentlich gerade? Ist es eine Anfrage oder ist es eine Antwort? Es muss enthalten sein die Anfrage-ID, damit klar ist, ob es sich hier um eine bestimmte Anfrage oder auch die Antwort zu einer bestimmten Anfrage handelt und man diese Paare eindeutig zuordnen kann, Anfrage und Antwort. Und diese Anfrage-ID kann ich zum Beispiel zusammensetzen aus einer Prozess-ID meines Senders und einem eindeutigen Sequenzwert. Sie muss auf jeden Fall eindeutig sein, wenn Sie zusätzliche Eigenschaften garantieren wollen, wie
Zuverlässigkeit und so weiter, indem sie dann feststellen können, es fehlt eine Nummer aus der Sequenz und ich kann mir die Nachricht nochmal schicken lassen oder ähnliches. Jedenfalls möchten Sie hier eine eindeutige Anfrage-ID bekommen über alle über, oder für jeden Senderprozess bei sich lokal, damit der Sender eben nachher nachvollziehen kann, wenn er eine Antwort vom Server bekommt, auf welche Anfrage bezog sie sich denn genau. Zudem müssen Sie eben die Referenz auf das entfernte Objekt mitgeben, auf dem Sie dann eine Methode ausführen wollen und eben auch den Methodenbezeichner. Methoden-ID ist hier jetzt erstmal allgemein gesprochen, aber Sie kennen das ja aus Java, dass es dann dort eben eine bestimmte Methodensignatur gibt und Sie geben die an und damit rufen Sie sie auf. Zudem aber natürlich auch alle Methodenparameter. Wir haben eben schon gesehen, dass man normale Werte in der Regel einfach als Wert übergibt, so wie sie das lokal auch tun würden, und dass sie entfernte Objektverweise dann eben als Verweis zum Beispiel eben definiert über diese Folge, die ich Ihnen eben gezeigt habe, hier mitgibt. Ja, Sie kennen das, wenn wir etwas erweitern und hier ein mächtigeres Konstrukt an die Hand bekommen. Es gilt weiterhin das No-Free-Lunch-Theorem, also Sie bekommen nichts umsonst. Sie müssen mit gewissen Nebenwirkungen umgehen können. Und die Packungsbeilage, die reiche ich Ihnen hier eben gleich auch umgehend. Eine Nebenwirkung ist, Sie haben gute Entkopplung. Das ist erstmal sehr wünschenswert, weil Sie ja Ihren Code sehr gerne modularisieren möchten, damit auch zum Beispiel Komplexität aus Tests rausnehmen und auch Komplexität bei der Fehlersuche reduzieren, wenn Sie gut entkoppeln und auch mehr Unabhängigkeit zwischen Programmteilen schaffen und insgesamt besser mit Fehlersituationen umgehen können. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall haben Sie jetzt eine Entkopplung. Wozu führt es gleichzeitig? Sie werden auf beiden Seiten eine erzwungene Kapselung haben. Es wird nicht möglich sein, anders auf den Zustand der jeweils anderen Seite Client bzw. Server zuzugreifen, außer über echte Methodenaufrufe. Naja, was dann auch mit sich bringt, dass Sie nicht mehr einfach mal schnell durch den New-Operator in Java zum Beispiel sich etwas Neues erzeugen können, was auf der anderen Seite läuft und dort zum Beispiel dann eben auch bestimmte Konstruktoren nutzen können, die Sie normalerweise lokal ja benutzen könnten nach Ihrem eigenen Gusto. Also brauchen Sie dann eine Factory-Klasse. Das Factory-Pattern haben Sie wahrscheinlich in Programmieren 2 als ein Muster kennengelernt, die im Factory Methoden bereitstellt und Sie können dann auf dem Server zum Beispiel als Client können Sie diese Factory-Klasse aufrufen, dort die passende Factory-Methode und dann wird diese Instanz erzeugt, aber auf dem Server. Und dann kann Ihnen die Factory-Klasse natürlich auch dieses passende Handle, diese passende Referenz auf die eben erzeugte Instanz zurückgeben. Aber Sie werden eben diesen Weg auch wirklich gehen müssen. Ja, was natürlich grundsätzlich resultiert, wenn Sie verteilen, ist, Sie bekommen einen neuen Fehlertypus. Denn Sie haben jetzt Fehler drin, die Sie im lokalen Programm gar nicht hatten. Wenn Sie nur eine JVM haben und dort irgendein Teil abstürzt, dann war das ein Prozess und keinerlei Interdependenzen nach außen. Und demnach würde dann einfach die gesamte Applikation, die Sie hatten, stehen. Jetzt, bei der verteilten Applikation, ist es möglich, dass ein Fehler auftritt in nur einer einzelnen Komponente oder zum Beispiel auch auf der Leitung, wenn Sie tatsächlich zwei JVMs haben, die auf unterschiedlichen Maschinen laufen und über Netzwerk verbunden sind. Und um diesen Fehlertypus dann zu repräsentieren, hat man sich in Java RMI eben eine eigene Exception überlegt, die Remote Exception. Das kann in anderen Sprachen anders aussehen oder auch anders heißen, aber grundsätzlich müssen Sie mit diesem neuen Fehlertypus umgehen können. Jetzt wenden wir uns mal etwas genauer Java RMI zu. Die Idee hinter Java RMI war, dass man Java erweitert um einen Mechanismus, wobei man möglichst die existierenden Features nutzen möchte, um einen Mechanismus erweitert, der es erlaubt,
Objektinstanzen aus anderen JVMs aufzurufen. So, wie sieht die Lösung dann konkreter aus? Man führt Stellvertreterobjekte auf der Client-Seite ein. Man setzt also das Proxy-Pattern ein. Sie haben im Grunde etwas Ähnliches schon gesehen, als wir uns SunRPC angeschaut haben. Da gab es auch auf Client- und Serverseite entsprechend eingefügte sogenannte Stubs und Skeletons, und bei Java ist man halt genau diesen Weg letztlich auch gegangen. Der Proxy ermöglicht es eben, einem Objekt als Client Methoden auf einem dahinterstehenden entfernten Objekt aufzurufen. Sie kennen ja Proxys auch vom Internetzugriff, wo eben die knappe Ressource Netzwerkbandbreite geschont werden soll. Man sich auch etwas unabhängiger von Netzwerkausfällen macht, wenn man bestimmte Dinge zwischendrin cached. Und so ist es hier auch. Nur, dass man damit zunächst einmal keinen Ausfall puffert und auch die Geschwindigkeit nicht erhöht, sondern man überhaupt die Möglichkeit bietet, dass man als Client transparent Aufrufe an ein dahinterstehendes, entferntes Objekt auf einem Server durchführen kann. Wichtig hier, und das ist der Grundgedanke, Proxy und Serverobjekt implementieren die gleiche Schnittstelle, nämlich die Schnittstelle in Java eben das Interface, das der Client eben auch bisher schon gehalten hat, logisch gesehen in unserer lokalen Implementierung. Und der Client kennt auch nur diese Schnittstelle und nutzt dann genau diese Schnittstelle für alle seine Aufrufe. Kommunikation auch in Java nach dem Anfrage-Antwort- oder Request-Reply-Prinzip, so wie eben in dem generellen Vorgehen skizziert. Schauen wir uns das Proxy-Pattern also auch mal im Bild an. Sie haben eben dieses Client-Objekt, Sie haben diesen Zugriff auf dieses Server-Interface. Und der Client hält eine Referenz auf etwas. Nur, früher war das Serverobjekt direkt, jetzt ist es ein Stub, ein zusätzlich generierter Proxy aus dem Serverobjekt heraus. Und dieser Stub, der gibt dann das, was da kommt, weiter an das sogenannte Skeleton, manchmal auch Server Stub genannt, was eben auf der anderen Seite läuft und dies stammt auch aus dem Serverobjekt und dieses Skeleton ruft dann letztlich das dahinterliegende Serverobjekt auf und das Serverobjekt implementiert genau dasselbe Serverinterface wie auf der Client-Seite hier vorhanden. Und damit kann der Client eben dann dieses Interface nutzen, um darüber zuzugreifen auf das Serverobjekt. Interessant hier jetzt, diese beiden liegen in unterschiedlichen JVMs. Ja, wenn wir das Proxy-Pattern jetzt auf Java RMI mappen, dann war ja genau das unser Ziel. Wir wollen zwei unterschiedliche JVMs haben und der Stub delegiert die eigentliche Ausführung dieses Aufrufs, den der Client durchführt, eben an den Skeleton und dieser wiederum an das eigentliche Serverobjekt dahinter. Und damit haben Sie auf Client-Seite aus dieser Sicht eben diese Transparenz. Sie nutzen den Stub, als sei es bei Ihnen lokal dieses Serverobjekt und der reicht das Ganze eben für Sie unter der Haube durch. Ausgehend von dieser Delegation vom Stub zum Skeleton schauen wir uns dann jetzt als nächstes die generelle Architektur von Java RMI an. Es sieht dann also so aus, dass diese Delegation zunächst einmal über das sogenannte Java RMI IIoP-Protokoll erfolgt. Und wenn Sie nichts weiter implementiert haben, dann wird als darunterliegender Netzwerkprotokoll-Stack üblicherweise TCP/IP eingesetzt, wenn also diese beiden JVMs jetzt auf unterschiedlichen Maschinen laufen. Diese beiden bilden die unterste Ebene der Java RMI-Architektur logisch gesehen. Und die nächste Ebene wären eben genau die Java-VMs, die bilden die sogenannte Remote Reference-Schicht. Und in dieser Schicht wird eben geregelt, wenn jetzt ein Stub einen Aufruf auf einem Skeleton machen möchte, wo denn diese Referenz auf den Skeleton genau hinzeigt und mit wem dann kommuniziert werden muss über diesen Netzwerkprotokoll-Stack. Über dieser sogenannten Remote Reference Schicht, logisch gesehen, die eben von den JVMs selbst gebildet wird, liegt dann in den JVMs die Stub- und Skeleton-Schicht.
Das ist eine Schicht, mit der Sun ja schon Erfahrung gesammelt hatte, als sie das RPC konzipiert haben für Sun NFS. Das haben wir uns ja in der letzten Vorlesung tiefer angeschaut, als wir über Protokolle und Kommunikation gesprochen haben. Und darüber letztlich liegt dann die eigentliche Implementierungsschicht, die man ja schon vorher hatte, auch in dem entsprechenden lokalen Programm, was uns als Ausgangspunkt diente, um hier dann ein verteiltes Programm zu entwickeln. Jetzt schauen wir uns mal dieses Thema Wertübergabe nochmal an. Es ist hier im Grunde genauso umgesetzt, wie es in den generellen Vorüberlegungen war. Und zwar setzen wir hier die existierende Serialisierung ein. Es ist völlig klar, wir müssen etwas, was lokal gesehen in einer JVM ein Objekt oder sogar ein Objektgeflecht ist, müssen wir jetzt irgendwie verpacken in eine serialisierte Bitfolge. Und ich habe es ja bei der generellen Idee von Java RMI schon angedeutet, man versucht hier immer die Mechanismen einzusetzen, die in Java schon definiert waren. Das erleichtert es natürlich Ihnen auch bei der Entwicklung, wenn Sie jetzt ein RMI-Programm entwickeln wollen, zu verstehen, wie RMI generell funktioniert und diese Mechanismen auch einzusetzen. Serialisierung haben Sie in Programmieren 2 spätestens schon kennengelernt und wissen, wie der Mechanismus funktioniert. Also Sie möchten ein oder mehrere miteinander verknüpfte Objekte abflachen in eine serielle Darstellung. Die können Sie dann verwenden zur Speicherung oder, was uns hier momentan im Kontext RMI interessiert, zur Übertragung. Wie ist die Serialisierung gestaltet? Das wissen Sie eben vielleicht noch aus der Veranstaltung Programmieren 2. Das Ziel, was man verfolgt, ist, dass der deserialisierende Prozess kein Vorwissen benötigt über die Typen der Objekte in dem serialisierten Format. Das heißt, eigentlich soll er alleine aus dieser seriellen Darstellung, aus dieser Folge von Nullen und Einsen, das ganze Objekt oder Objektgeflecht eben wieder aufbauen können. Sonderfall ist hier die Serialisierung von Verweisen auf diese exportierten RMI-Objekte. Die erfolgt nämlich als Scheinreferenzen. Wir haben ja gesehen, es gibt die Stubs, die eben gerade die Repräsentation eines Serverobjekts auf Client-Seite sind. Und wenn wir jetzt einen solchen irgendwo übergeben wollen, dann können wir diesen Stub, weil er ja bekannt ist, eben einfach wirklich als Wert übergeben. Und diese Anwendung, dieses Sonderfalls, die hat Vorrang davor, dass wir etwas serialisieren können. Also wenn etwas sowohl serialisierbar ist explizit, als auch eben ein Stub ist eines RMI-Objekts, dann wird hier diese Sonderregelung Wertübergabe des Stubs genutzt werden. Aber das sehen wir später noch im Detail. Ganz wesentliche grundsätzliche Erkenntnis: nicht serialisierbare Objekte können nicht übergeben werden. Wenn ich keine Serialisierung habe, werde ich nicht in der Lage sein, das Ganze über die Leitung, über das Netz zu verschicken an eine andere JVM. Aber da wird sie Ihre Entwicklungsumgebung in der Regel auch schon darauf hinweisen, oder spätestens der Java-Compiler, dass hier etwas nicht serialisierbar ist und dass Sie das deswegen nicht einsetzen können. Jetzt bleibt noch das Problem, wenn wir auf unsere Architektur zurückgehen: wie finden wir eigentlich diesen Skeleton? Wie kommen wir an das Serverobjekt ran und an dessen JVM ran, das wir denn gerne aufrufen möchten? Wir müssen also überhaupt erstmal in einem gerade größeren Netz mit eventuell vielen laufenden JVMs herausbekommen, mit wem wir eigentlich kommunizieren wollen oder wo wir unseren Service, den wir eigentlich nutzen wollen als Client, wo wir den finden. Die Lösung in Java RMI ist dann die sogenannte RMI Registry. Die bildet einen zentralen Namensdienst. Die Aufgabe der Registry ist eben genau die Bereitstellung von an sich Referenzen auf Serviceobjekte,
Dazu läuft sie als Hintergrundprozess. Diese Referenzen sind dann letztlich in diesem Kontext RMI ja genau die Stops, die uns als Client verstecken, dass dahinter ein entfernter Aufruf auf dieses Serviceobjekt stattfindet. Also letztlich werde ich als Client irgendwo diesen Stop in die Hand bekommen. Und die Registry erlaubt mir eben genau so etwas zu finden. Was bietet sie dazu? Zwei unterschiedliche Arten von Diensten. Einmal den Registrierungsdienst, zum anderen einen Suchdienst. Der Registrierungsdienst, der ist eben Bestandteil dieser Java RMI-Umgebung eines Serverprogramms und dieses Serverprogramm kann dann ein Serviceobjekt anmelden an dieser RMI-Registry unter einem eindeutigen Namen, damit eben der Client es auch eindeutig finden kann. Und dabei generiert dann die RMI-Umgebung eine Objektreferenz mit genau dieser Ortsbeschreibung zur Lokalisierung des Serviceobjekts und nutzt hier diese Kombination aus IP-Adresse oder Rechnername, optional Port und eben auch der Objekt-ID. Zum Zweiten haben wir dann den Suchdienst. Der ermöglicht es dann eben genau dem Client, diese registrierten, unter einem eindeutigen Namen dort abgelegten Referenzen zu finden in der Registry und sich zu holen und damit dann eben auf dieses Serviceobjekt zugreifen zu können, was ja das Ziel der ganzen Operation war. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie wir jetzt eine Lösung in Java RMI grundsätzlich erstellen, wie also die Schritte aussehen, um hier wirklich zu einem lauffähigen RMI-Programm zu kommen. Also erstmal haben wir die Umsetzung. Sie haben schon gesehen, wir wollen dieses Interface definieren, dieses Server-Interface. Da drin werden also die Methoden eines entfernten Objektes O aus Sicht des Client entfernten Objektes stecken, beziehungsweise dessen Klasse, die wir tatsächlich später nutzen wollen. Im nächsten Schritt müssen wir eine Serveranwendung definieren, also mindestens eine Klasse, die das Interface implementiert und dann eine Klasse, die von dieser oberen Klasse ein Serviceobjekt erzeugt und dieses dann bei der RMI Registry anmeldet. Im dritten Schritt brauchen wir dann eine Client-Anwendung, also eine Klasse, die zum einen sich eine Referenz auf dieses Serviceobjekt O genau bei dieser RMI Registry besorgt und im nächsten Schritt dann, was ja das ursprüngliche Ziel war, Methoden dieses entfernten Serviceobjekts O aufruft. Gegebenenfalls übergibt es dabei noch Parameter. Da haben Sie ja schon gesehen, dass dann eben möglicherweise weitere Referenzen anfallen, die zu übergeben sind. Im einfacheren Fall man erstmal einfach Werte übergibt. Nach der Umsetzung müssen Sie das sogenannte Deployment vornehmen. Sie müssen also die entsprechenden Dateien verteilen auf Client und Server. Solange wir hier im ganz lokalen Kontext arbeiten, ist das nicht weiter schwierig. Und auch das Interface erstmal erzeugen und im Anschluss verteilen. Also Sie erzeugen Client, Server, beim Server Stub und Skeleton und das Interface erstmal mit Java C. Das passiert ja in der Regel in Ihrer Entwicklungsumgebung unter der Haube. Und müssen im Anschluss die Dateien verteilen, was hier bei dem Beispiel, was wir uns hier anschauen, erstmal sehr einfach ist, weil es eben alles lokal hier auf meiner Maschine läuft. Dann in der Ausführung, diesen ersten Schritt habe ich Ihnen optional markiert. Es kann ja sein, dass es bereits eine zentrale RMI Registry gibt, die läuft. Wenn es die nicht gibt, müssten Sie sich gegebenenfalls als Ersatz eine lokale RMI Registry starten. Wenn also nun eine RMI Registry auf jeden Fall läuft, dann steht für die Ausführung als nächster wesentlicher Schritt an, dass Sie den implementierten Server aus der vorigen Folie, aus der Umsetzung, dann starten. Und dabei müssen zwei Dinge erfolgen. Einmal diese Objekterzeugung einer konkreten Instanz und dann Anmeldung mithilfe dieser erzeugten Instanz bei der RMI Registry, wie eben schon erwähnt. Und schlussendlich können Sie dann den Client starten, den Sie implementiert haben und damit auch wirklich diesen über RMI angebotenen Service nutzen.
Schauen wir uns Schritt 1 jetzt mal im Detail an. Sie wissen das aus Java, Richtlinien zur Schnittstellendefinition. Sie definieren in Java eine Schnittstelle mit Hilfe des Interface-Konstrukts. Um jetzt zu kennzeichnen, dass dieses Interface fähig ist, um über RMI genutzt zu werden, muss dieses Interface das Interface Remote erweitern. Dieses Interface Remote zeigt einfach nur an, dass überhaupt entfernte Aufrufe erlaubt sein werden. Und dieses Interface Remote, analog zu dem Interface Serializable, was Sie schon kennengelernt haben in Java im Kontext der Serialisierung, dieses Interface besitzt selbst keine Methoden, sondern ist ein reines sogenanntes Marker-Interface. Kennzeichnet also überhaupt, dass diese entfernten Aufrufe möglich sind, aber Sie müssen in Ihrem eigenen Interface dabei keine Methoden aufnehmen und insbesondere nachher auch in der implementierenden Klasse eben keine zusätzlichen Methoden implementieren, also für den Entwickler sehr, sehr angenehm umgesetzt. Diese Schnittstelle sieht aber zudem noch vor, dass jede Methode das Werfen dieser sogenannten Remote Exception erlaubt. Ich habe ja vorher schon darauf hingewiesen, dass Sie eine Möglichkeit brauchen, um diese neuartigen Fehler, die zu diesem neuen Fehlertypus, der aus der Verteilung resultiert, gehören, um diese neuartigen Fehler eben auch anzuzeigen. Und das war in Java genau, wenn Sie sich an einige Folien vorher erinnern, diese Remote Exception. Was noch ganz wesentlich ist, ist auch ein Sicherheitsaspekt. Auf Instanzen einer Klasse, die Remote implementiert, kann grundsätzlich von jeder über das Netz erreichbaren JVM zugegriffen werden. Das sollten Sie also im Kopf haben, dass an der Stelle Sie sicherheitstechnisch nichts geschenkt bekommen und Sie sich wirklich überlegen müssen, welche Zugriffe Sie dann zulassen und wie Sie prüfen, welche Zugriffe zulässig sind. In unserem Beispiel hier werden wir es uns erstmal sehr einfach machen und das Ganze auch wirklich so offen lassen, wie es hier grundsätzlich erstmal ist. Ja, die Nutzung dieses Interfaces bzw. dessen Implementierung wollen wir uns dann jetzt an einem ganz kleinen Praxisbeispiel mal anschauen. Wie gesagt, komplett ohne irgendwelche Sicherheitsaspekte, damit Ihr Blick auf das Wesentliche eben nicht verstellt wird. Und wie bei einem guten Chefkoch habe ich da mal was vorbereitet. Also schon ein kleines Projekt angelegt in Eclipse. Und das Interface haben wir jetzt einfach mal iDate Provider genannt. Und dieser iDate Provider, der extendet eben genau dieses Interface Remote, was vorgegeben ist als Marker-Interface für RMI-fähige Interfaces. Dieses Interface beinhaltet nur eine einzige kleine Methode, nämlich die Methode getDate, und die soll uns ein Date zurückliefern. Wir gehen also mal davon aus, es könnte einen Server geben, der das Date wesentlich zuverlässiger liefert als wir selber, zum Beispiel durch Anschluss einer Funkuhr oder ähnliches. Und von dem möchten wir uns das Date dann letztendlich gerne holen. Und diese Methode getDate, Sie haben es eben schon gelesen, die soll dann diese Remote Exception werfen. Ja, also die kleinste Ausprägung eines solchen sinnvollen RMI-Interfaces mit nur einer einzigen Methode. Im zweiten Schritt der Umsetzung implementieren wir also jetzt Server und Service-Objekt. Was ist dazu erforderlich? Zum einen die Service-Klasse abzuleiten von der Klasse Unicast Remote Object und mit einem Default-Konstruktor zu versehen, der zusätzlich diese Remote Exception wirft und es also signalisiert, hier können Fehler dieses neuen Fehlertypus auftreten und wir können die auch entsprechend weitergeben zu diesem Unicast Remote Object. Es gibt einem als Basisklasse eben schon die Fähigkeiten, hier mit diesem generierten Skeleton entfernt TCP/IP-Kommunikation abzuwickeln. Die erbt man, da muss man nichts zu leisten, wenn man diesen Standardweg TCP/IP geht. Das hatte ich eben im Kontext der Architektur schon erwähnt von RMI. Wenn Sie andere Transportprotokolle einsetzen wollen, dann müssen Sie den harten Weg der Eigenimplementierung gehen. Es kann jetzt natürlich sein, Sie wissen auch, Java ist in der Hinsicht beschränkt, dass Sie nur eine einzige Basisklasse angeben können für Ihre Klasse.
Wenn Sie also zwingend eine andere Basisklasse brauchen, das können Sie zum Beispiel treffen, wenn Sie Swing Controls umsetzen, dann können Sie trotzdem das entsprechende Control registrieren bei der RMI Registry und die Fähigkeiten verwenden, die das Unicast Remote Object bietet, indem Sie den Aufruf an die statische Methode Unicast Remote Object.Export Object machen und dort sich selbst eben eine Instanz davon als Remote angeben und den Port wählen. Das können Sie optional auch weglassen, diese Portwahl, oder Sie geben 0 an, dann wird ein zufälliger Port gewählt. Dann haben Sie Ihre Service-Klasse soweit implementiert. Was ist dann erforderlich? Sie erzeugen ein Service-Objekt und melden es mit dieser eindeutigen Referenz, die erforderlich ist, bei einer über locateRegistry.getRegistry. Da können Sie den Host und den Port angeben, wo die Registry laufen. Das können Sie auch weglassen, wenn Sie eine lokale Registry haben, die auf dem Standardport läuft. Darüber können Sie sich diese Registry holen. Also das Programm holt sich darüber eine RMI Registry. Oder aber es nutzt die statische Klasse Naming. Die bietet statische Hilfsmethoden zum Anmelden von Serviceobjekten am Namensdienst, also an der RMI Registry. Und die nutzt das Serverprogramm, um eben dieses Serviceobjekt, diese eine Instanz, die sie erzeugen, bei der Registry anzumelden. Dann schauen wir kurz in einem Exkurs in diese Dokumentation von Naming rein. Die Methodennamen und Parameter, also die Signatur dieser Methoden, sind in der über locateRegistry.getRegistry geholten Registry ziemlich gleich. Das heißt, da brauchen Sie nicht umlernen, egal welchen Weg Sie gehen. Wir schauen uns zunächst diese Komponente Registrierungsdienst an. Das ist ja der Dienst, der für den Server wesentlich ist. Wie kann er also seine neuen Objekte registrieren? Und da sehen Sie hier, die Methode, die ich mal als erstes angegeben habe, ist auch die wesentliche, die Rebind-Methode. Sie nutzen Rebind und geben einen eindeutigen Namen an, unter dem Ihr Objekt auffindbar sein soll und eben die eigentliche Instanz, die Sie gerne registrieren möchten. Ich habe hier aus der Dokumentation, die Sie eben auch finden, wenn Sie im Java-Doc zu Ihrem JDK blättern, mal einen wesentlichen Auszug rausgezogen, und zwar, dass diese Methode verwendet wird durch einen Server, um den Bezeichner eines Remote Objects zu registrieren über dessen Namen. Name ist hier interessanterweise eben der URI, unter dem der Service verwendbar ist. Wenn Sie hier nur einen Bezeichner wählen, einen sprechenden, dann wird dem implizit immer RMI-Doppelpunkt für das RMI-Protokoll und dann eben Doppelslash Localhost, also Ihr lokaler Rechner, und als Port 1099, das ist der Standardport, auf dem die RMI Registry läuft, vorangestellt. Jetzt gibt es zusätzlich zu dem Rebind auch eine Methode Bind. Da ist dann die Frage, was ist eigentlich der genaue Unterschied? Naja, Re sagt es ja schon, wir binden erneut. Das ist genau das Problem. Bind kann dieses erneute Binden nicht. Wenn Sie etwas über Bind noch einmal versuchen zu binden an denselben Namen, dann wird Ihnen diese Already Bound Exception geworfen. Andersrum muss man natürlich auch sagen, bei Rebind müssen Sie als Entwickler eben auch genau wissen, was Sie tun. Denn wenn Sie über Rebind etwas binden, werden Sie keinerlei Meldung erhalten, egal ob das schon gebunden war oder nicht, sondern die alte Bindung geht einfach verloren. Da müssen Sie dann in der Übung Acht geben, dass Sie den Namen eben so wählen, dass zum Beispiel Ihre Matrikelnummer enthalten ist, wenn wir einen gemeinsamen globalen RMI-Server nutzen, damit nicht Sie eine Bindung, die ein Kommilitone bereits eingegangen ist und bei der RMI Registry registriert hat, dann wieder überschreiben. Als Gegenstück, und das sollten Sie machen, wenn Sie Ihr Programm sauber beenden, gibt es dann noch Unbind. Damit entfernen Sie eine existierende Bindung wieder. Jetzt haben wir das Rüstzeug beisammen,
um unseren sehr einfachen Server zu implementieren. Dann gehen wir also wieder auf unser Beispiel zurück und schauen uns jetzt hier dann den natürlicherweise Date Provider genannten Server an, der eben dieses Interface IDate Provider, das wir eben kennengelernt haben, implementiert. Und Sie haben ja eben auf der Folie schon gesehen, dass man üblicherweise Unicast Remote Object erweitert und als Basisklasse verwendet, weil man dann die Kommunikationsfähigkeiten mehr oder weniger geschenkt bekommt. Und genauso wollen wir es hier in dem einfachen Beispiel auch halten. Sie wissen auch, das Ganze sollte serialisierbar sein, also definieren Sie sich hier noch eine UID für die Serialisierung, eine eindeutige ID, das haben Sie in Programmieren 2 schon kennengelernt. Die kann Eclipse Ihnen ja auch generieren. Sie haben einen Konstruktor, womit Sie diesen Date Provider anlegen können. Und dieser Konstruktor, der wirft Ihnen eben zusätzlich diese Remote Exception. Und er sollte dann, das wissen Sie auch, ist guter Programmierstil, diesen Supercall noch beinhalten, damit eben der Konstruktor vom Unicast Remote Object auch aufgerufen wird. Daneben haben wir dann die eigentliche Methode getDate. Das ist die Methode, die genau die Arbeit leistet, die wir ja unseren Clients anbieten wollen über das Interface IDate Provider. Sie sehen auch hier diese Kennzeichnung über das Override, das wir eben hier implementieren. In Eclipse auch angezeigt links durch dieses kleine Dreieck. Und wir nutzen hier wieder die einfachst mögliche Implementierung und geben einfach ein New Date zurück. Also leider keine Funkuhr, aber wir hoffen einfach, dass unsere Systemuhr hier genau genug geht, um diesen Service sinnvoll anbieten zu können. Schlussendlich müssen wir ja genau diese Schritte noch treiben, die im zweiten Teil der Folie genannt waren, nämlich die Registry holen und dann dort unsere Bindung registrieren. Es gehört in der Main zum guten Ton, dann auch eine kurze Nachricht auszugeben, wenn das Ganze erfolgreich war und funktioniert hat, diese Verbindung eben steht. Also haben wir in Main genau die Schritte, die eben skizziert waren. Wir holen uns über Locate Registry im einfachsten Fall einfach Punkt Get Registry ohne Parameter, hier eine lokale RMI Registry und über diese Variable vRegistry können wir jetzt zugreifen und rufen dort eben genau diese Rebind-Methode auf, die ich skizziert hatte. Jetzt ist die Frage, welchen Namen nehmen wir? Eine sinnvolle Variante ist eben, wenn Sie jetzt nicht diese Kollisionen haben, wie wir dann bei einem gemeinsamen Server haben werden, dass jeder ein Interface-I irgendetwas implementieren möchte, was eben den gleichen Namen hat. Und unter dem Sie es dann eben auch nicht mehr registrieren dürfen, könnten wir ansonsten einfach uns den Namen dieses Interfaces holen und den als String für die Registrierung verwenden. Und zum Mitgeben können wir einfach hier eine neue Instanz erzeugen, die ist dann gebunden. Wenn das alles funktioniert, dann können wir danach eben diese einfache Meldung ausgeben. Wenn es nicht funktioniert, dann würden wir diese Remote Exception fangen und hier in dem einfachen Fall jetzt den Stack Trace ausgeben. Da könnte man sich beliebig mehr überlegen. Jedenfalls hat dann die Registrierung bei der RMI Registry ja nicht funktioniert und unser Server wird eben auch nicht laufen. Was man hier vielleicht noch dazu sagen kann, was passiert hier eigentlich im Hintergrund, das werden wir aber gleich noch sehen, wenn wir das Programm hier laufen lassen. Diese Bindung, wenn diese Meldung kommt, würde man ja ursprünglich annehmen, dass das Programm komplett fertig ist und dass es stoppt. Aber nein, so ist es eben gerade nicht. Es läuft dann weiter und diese Bindung an die RMI Registry führt dazu, dass eben im Hintergrund ein Thread erzeugt wird, der weiterhin lauscht und dann eben diese Client-Aufrufe entgegennehmen kann. Aber das sehen wir gleich, wenn wir unser Beispiel laufen lassen. Da sehen Sie also diesen rudimentären Server, passt immer noch wunderbar auf eine Bildschirmseite und löst genau diese Implementierung, die wir von der Folie her erwartet haben. Gehen wir also wieder zurück und schauen uns jetzt an im nächsten Schritt, wie wir den Client grundsätzlich umsetzen. Schritt 3, also genau dieser Java RMI Client.
Da hatten wir uns schon überlegt, dieser Client wird den Suchdienst bemühen müssen, um eben zu finden, wo er sein Serviceobjekt hernehmen kann, um dort den Aufruf auszuführen. Und da schauen wir auch noch mal kurz in die Dokumentation rein. Ich habe jetzt hier wieder Naming angeführt. Sie werden gleich sehen, dass es bei LocateRegistry.getRegistry und der Registrierung, die Sie dort bekommen, ganz genauso aussieht. Dieser Suchdienst wird angeboten über zwei Methoden. Das eine ist eine Methode Lookup, die liefert Ihnen genau ein Remote zurück und Sie müssen eben genau diesen Namen angeben, unter dem dieses Remote registriert ist. Das Remote ist genau dieses Marker-Interface, also wissen Sie genau, jeder Stub, der eigentlich sich dann dahinter verbirgt und den Sie hier in die Hand bekommen, muss genau dieses Interface implementieren. Also ist das der natürliche Rückgabetyp für diese Methode Lookup. Auch hier wieder aus der Dokumentation im Sun JDK. Diese Methode wird verwendet eben durch Clients, um ein entferntes Objekt mit seinem Namen zu suchen und man bekommt letztlich genau diese Referenz in die Hand. Es gibt da noch eine weitere Methode, wenn Sie jetzt nicht sicher sind, welche Namen überhaupt alles vorhanden sind, dann können Sie die Registry danach fragen, welche Namen insgesamt registriert sind und bekommen dann ein Array von Strings über alle Namen, die momentan in die Registry gebunden sind. Und der Methodenaufruf dafür ist eben genau dieses List. Da brauchen Sie dann natürlich keine Parameter angeben. Also, was wird der Client letztlich tun? Er wird, nehmen wir mal an, den einfachen Fall, er weiß genau, wie die Registrierung erfolgt ist, also welchen Namen er suchen muss. Wird er eben diese statische Methode Lookup aufrufen und wird sich dort bei der RMI Registry dann die Objektreferenz verschaffen auf dieses Serviceobjekt. Und diese Referenz bildet dann die Grundlage für die Generierung eines Proxy-Objekts. Da kommt eben genau dieses Proxy-Pattern ins Spiel. Und diese Referenz, die Sie dann nämlich letztlich in die Hand bekommen, das ist genau dieser Stub, der dann eben den Rest versteckt. Und über diesen Stub, über diesen Proxy, nutzt dann der Client diese Methoden dieses Serviceobjekts. Ausgehend von diesen Überlegungen können wir uns dann jetzt die eigentliche Client-Implementierung anschauen für dieses kleine Beispiel. Das ist dann unser Date-Client naheliegenderweise. Sie sehen, der ist extrem kurz. Wir haben eben auch hier wieder nur eine Main-Methode. Klar, wir müssen den Client separat starten nachher. Und auch dort holen wir uns wieder die Registry über das LocateRegistry.getRegistry. Hier in der einfachen Form, weil wir es erstmal lokal starten werden. Sie sehen darunter aber auch schon den Vorschlag, wie man es machen könnte, wenn man über das Eclipse Launch Target zum Beispiel als erste und zweite Argumente hier Hostnamen und Portnummer einfüttert. Das sehen Sie hier erstmal auskommentiert. Aber wir befassen uns erst mit dem ganz einfachen Fall. Wir holen das Ganze also ohne weitere Angaben. Demnach hier einfach bei uns lokal eine Standard-Registry und müssen jetzt aus dieser Registry diesen Date-Provider wieder rausholen. Beziehungsweise letztlich nur den IDate-Provider, denn es war ja gerade unser Ziel, dass wir als Client nur gegen das Interface arbeiten. Das sollen Sie ja grundsätzlich, wo Sie können, sowieso in Java, dass Sie nur gegen Interfaces arbeiten. Das ist ja gerade einer der wesentlichen Punkte oder die Philosophie dahinter. Aber hier sind wir ja sogar gezwungen, das zu tun, weil wir remote gar nichts anderes können. Wir schauen also jetzt in dieser Registry über diese Methode Lookup, schauen wir nach, ob wir diesen IDate-Provider finden können. Sie wissen, wir haben es auf der anderen Seite über genau diesen Namen dieser Interface-Klasse registriert. Das heißt, da werden wir dann bei Lookup wohl auch erfolgreich finden. Jetzt müssen wir leider dieses Casting einbauen, denn wir bekommen ja ein ganz allgemeines Remote und brauchen aber hier einen IDate-Provider und den können wir tatsächlich nur über Casting erlangen. Und den eigentlichen entfernten Aufruf auf dieses GetDate, den haben wir jetzt hier gleich schon verpackt in der Folgezeile in diese Druckausgabe. Jetzt sind wir an der Stelle noch nicht ganz fertig, weil eben uns zwei Exceptions auftreten können. Insgesamt das eine ist genau diese schon angesprochene Remote Exception, die aus der
Verteilung resultiert. Das zweite ist dann die sogenannte Not Bound Exception, die eben sagt, wir haben an dieser Stelle für den Namen, den wir gerade nachschauen, überhaupt keinen angebundenen Stub, den wir jetzt hier bekommen könnten. Diese Exception wird die Registry genau dann werfen, wenn Sie zum Beispiel vorher den Server noch gar nicht gestartet haben. Das sind die beiden Exceptions, die hier auftreten können. Die fangen wir momentan hier in dieser ganz einfachen Implementierung auch einfach weg und lassen sie uns ausgeben. Damit haben wir jetzt schon ein vollständiges kleines RMI-Programmchen. Jetzt können wir das Ganze mal laufen lassen. Das Ergebnis ist natürlich in der Ansicht dann relativ wenig spektakulär. Aber um es laufen zu lassen, wissen Sie auch, müssen wir noch weitere Schritte gehen. Nämlich erstmal müssen wir das Ganze bauen. Gut, da habe ich auch schon gesagt, das passiert in der Regel im Hintergrund durch die IDE. Hier bei Eclipse in der Standardkonfiguration ja ohnehin, wenn eingestellt ist, dass Sie Build Automatically haben möchten und müssen es noch verteilen. Dieser Schritt wird hier auch entfallen. Aber für die genauen weiteren Schritte schauen wir jetzt wieder zurück auf die nächste Folie. Nachdem wir nun also alle Bestandteile unserer ganz einfachen RMI-Anwendung implementiert haben, kommen die nächsten Schritte 4 und 5. Ich habe sie hier mal zusammengefasst, nämlich das Deployment. Einmal dieser Schritt 4, Aufruf des Java-Compilers. Sie können das natürlich manuell an der Kommandozeile erledigen. Wir haben jetzt hier mit der IDE Eclipse gearbeitet, die das im Hintergrund ohnehin für uns schon erledigt hat. Deswegen können wir uns dann gleich Schritt 5 zuwenden. Schritt 5, genau hier dargestellt, diese Zielverteilung, die wir erreichen wollen, gerade dann, wenn es auf unterschiedlichen Rechnern ausgeführt wird. Sie brauchen auf der Serverseite eben genau dieses Interface IDate Provider. Sie brauchen dann eben diesen Date Provider, den eigentlichen Server, die Implementierung dieses Interfaces. Und was Sie dort auch noch liegen haben, sind eben dann die generierten Stub und Skeletons. Auf der Client-Seite brauchen Sie lediglich dieses Interface IDate Provider, über die Sie Ihre Aufrufe ausführen wollen, und den eigentlichen Date Client. Was hier wichtig zu bemerken ist, der Stub wird erst zur Laufzeit, also dann, wenn der Client wirklich aus der Registry was Entsprechendes rausholt, über die Suche nach dieser Implementierung zum IDate Provider, erst dann wird dieser Stub vom Server auf den Client wandern. Was für ein Problem handeln wir uns hier dann ein? Naja, wenn der Stub vom Server zum Client wandert, dann haben wir hier grundsätzlich ein potenzielles Sicherheitsproblem, denn wir wissen natürlich nicht, ob der Client auch immer mit dem richtigen Server spricht. Wenn es jemandem gelänge, dort dazwischen zu kommen und sich selbst als Server einzusetzen, könnte er hier mehr oder minder beliebige Klassen als Implementierung dann eben zurückgeben an die anfragende Client-JVM. Mit diesem Sicherheitsproblem muss man generell umgehen und das ist an dieser Stelle gelöst in Java durch eine Erweiterung des Sicherheitsmodells. Sie wissen, die Java-Plattform setzt eben ein Sandbox-Modell als Sicherheitsmodell ein. Das wissen Sie schon aus Programmieren 1. Also letztlich werden alle Programmaufrufe in einen solchen Sandkasten eingesperrt. Der Sandkasten ist genau Ihre JVM, Ihre Java Virtual Machine. Und das Kernkonzept dahinter ist, Sie führen nicht vertrauenswürdigen Code nur in geschützten Speicherbereichen dieser JVM aus und Sie geben lediglich Zugriff auf zu diesen geschützten Speicherbereichen lokalen Ressourcen. Die Erweiterung sagt also hier, wir haben untrusted Code, wir haben Code, dem wir nicht unbedingt vertrauen können bei Java RMI. Und es ist genau dieses Phänomen. Findet die Laufzeitumgebung eine Klassendefinition nicht lokal, dann wird sie versuchen, die übers Netz nachzuladen. Völlig korrekterweise gelten diese heruntergeladenen Klassen dann eben als untrusted Code, was dazu führt, dass entfernte Aufrufe als nicht vertrauenswürdig gelten. Welche Strategie bietet einem Java da jetzt an? Die Installation eines Security Managers auf Client- und Serverseite. Da ist dann auch schon ein standardmäßiger RMI Security Manager vordefiniert, den Sie verwenden können,
und den Sie dann noch über ein Policy-File genauer konfigurieren können, was er eigentlich zulässt. Das werden wir uns dann aber in der Übung genauer anschauen. Und Schritt 6 und 7 ist dann die eigentliche Ausführung. Wir können also ja hier bei uns darauf verzichten, dass wir noch etwas verteilen müssen bei unserem ganz einfachen kleinen lokalen Beispiel hier. Und deswegen schauen wir uns die Ausführung gleich mit an. Die einfachste Variante ist natürlich Start von Server und Client, wenn sie beide im gleichen Namensraum sowieso laufen und wenn sie beide auch auf einem und demselben Rechner liegen. Könnten Sie über die Kommandozeile erledigen, über Java-Aufrufe. Sie werden es gleich sehen, wir haben hier in Eclipse passende Launch-Targets dafür. Aufwendiger ist, wenn Sie echte entfernte Aufrufe haben, also Client und Server tatsächlich jetzt in diesem Deployment-Schritt verteilt haben, dann brauchen Sie genau diesen Security Manager aus Sicherheitsgründen und der regelt die Zugriffsrechte des vom Server runtergeladenen Stub. Diese Rechte können Sie entweder beim Start der JVM direkt übergeben oder, ich habe es eben schon gesagt, Sie können dafür ein Policy-File nutzen. Und diesen Security Manager, den können Sie einfach einbinden. Ich habe es Ihnen hier unten auf die Folie mal für den Client gesetzt. Über einen einfachen Aufruf System Set Security Manager, New RMI Security Manager. Der ist also für Sie schon vordefiniert und sofort einsetzbar, ohne dass Sie größeren Aufwand treiben müssen. Wenn Sie natürlich da spezialisiertere Sachen wünschen, dann müssen Sie an diesem Policy-File arbeiten und das entsprechend anpassen. Schauen wir uns also die eigentliche Ausführung für den ganz einfachen Fall jetzt mal an. Dazu müssen wir zunächst einmal tatsächlich diese RMI-Registry starten. Unter Windows geht es ganz einfach, wenn das JDK im Pfad ist, so wie es normalerweise sein sollte und wie es bei der Installation regelmäßig auch geschieht, über Start RMI Registry. Dann sehen Sie, da poppt hier ein neuer Dialog auf. Und dieser neue Dialog, der führt eben genau diese RMI Registry aus, diese neue Kommandozeile. Jetzt wissen wir, dass die Registry läuft. Das werden wir also in folgenden Schritten dann nicht mehr erneut ausführen müssen, wenn wir unser Programm laufen lassen. Jetzt gehen wir ins Eclipse und führen dort genau diesen Server aus. Dafür habe ich dann schon ein Target vordefiniert. Das schauen wir uns aber noch kurz an, denn bei der Definition dieses Target gibt es etwas zu beachten. Und zwar insbesondere, dass Sie dieser JVM ein Argument mitgeben müssen. Wenn Sie die Registry nicht direkt aus Ihrem Programm heraus starten, diese Möglichkeit gibt es auch, die ist aber in der Regel nicht empfehlenswert. Also Sie starten die Registry separat, so wie gerade geschehen. Dann müssen Sie der Registry noch sagen, wo kann sie denn etwas finden, beziehungsweise der JVM sagen, aus welchen Verzeichnissen muss sie an die Registry Dinge weiterreichen und das ist genau dieser Parameter -d java.rmi.server.codebase, den sie angeben hier als File-URI und sie sehen es hier, ich habe die Eclipse-Variable Dollar geschweifte Klammer Workspace underscore log eingesetzt, hier geschweifte Klammer zu. Das können Sie also für Ihren Workspace, egal wo Sie ihn hingelegt haben, so übernehmen. Und dann müssen Sie gucken, ob Sie Ihr Projekt auch RMI Date Provider genannt haben. Da muss eben der Projektpfad hin und dann noch wichtig, dahinter eben diesen Bin-Unterpfad anzugeben, in den Eclipse standardmäßig, wenn Sie jetzt Ihr Projekt nicht besonders konfiguriert haben, die Kompilate ablegt, also Ihre Class-Files. Gut, das ist die einzige Änderung, die wir hier an diesem Launch-Target vornehmen müssen und dann können wir es wirklich einfach launchen. Und Sie sehen auch, es erscheint hier diese Erfolgsmeldung. Wir haben also unseren Date Provider erfolgreich an die RMI Registry gebunden. Und was Sie auch noch sehen, ich hatte eben schon darauf hingewiesen, dieses Target läuft tatsächlich noch. Denn da gibt es ja jetzt im Hintergrund dann einen Thread, der lauscht, ob hier irgendwelche Anfragen an diesen Date Provider, an diese Implementierung von IDate Provider aus Client-Sicht, ob dort Anfragen kommen. Also läuft dieses Launch-Target noch weiter aus Sicht von Eclipse.
Dann holen wir uns als zweites eben diesen passenden Client und starten auch. Hier brauchen wir keine weitere Konfiguration, denn wir registrieren ja in der Registry nichts und demnach können wir hier einfach Standard Run verwenden und Sie sehen dann, der gibt uns das aktuelle Datum aus. Also ist unser Programm erfolgreich gelaufen. Der Client beendet sich natürlich sofort wieder, denn der holt sich ja nur einmalig für diesen Dienstaufruf diese Instanz und führt den Aufruf aus und gibt das Ergebnis aus. Danach läuft er tatsächlich einfach durch. Gehen wir also wieder zurück. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Hintergrundinformationen noch geben zu Skeleton und impliziter Parallelität und auch zum Stub. Zum Skeleton, ich habe es eben schon gesagt, der bietet die Möglichkeit, über TCP hier Anfragen entgegenzunehmen. Der Skeleton startet in Wirklichkeit im Hintergrund als Multithreaded TCP-Server sogar. Der wird dann eben, wenn mehrere Client-Anfragen gleichzeitig eingehen, automatisch auch separate Service-Threads starten, die es erlauben, dass parallele Aufrufe auf diesem dahinterstehenden Objekt abgearbeitet werden können. Was bedeutet das natürlich für Sie, wenn Sie so etwas implementieren? Sie müssen diese möglichen parallelen Zugriffe bereits bei der Implementierung bedenken. Also Ihr dahinterliegendes Service-Objekt muss damit umgehen können, dass dann mehrere Clients zugreifen. Dafür werden Sie dann auch in dem Bereich Paralleles programmieren, was wir in verteilte Systemen hier etwas später behandeln, weil es eben eng mit diesem Thema Verteilung auch verbunden ist, noch Mechanismen kennenlernen. Gut, schauen wir uns den Stub an. Was ist dazu noch zu sagen? Insbesondere, dass er automatisch serialisierbar ist. Denn er wird ja aus dem Serviceobjekt erzeugt und da trägt Java eben Sorge, wenn es das im Hintergrund tut, dass dieser Stub auch wirklich serialisierbar ist, denn er muss ja zwingend über das Netz bis zum Client wandern. Und wandern ist ein weiteres Stichwort. Sie können tatsächlich diese Stubs weiterreichen in mehreren Aufrufebenen. Es könnte also sein, wenn Sie hier mehrere Clients haben und die entsprechend auch mal Referenzen auf dieses Serviceobjekt hin und her reichen, dass dieser Stub in einer verteilten Umgebung über mehrere Maschinen hinweg immer weiter wandert. Dann schauen wir uns nach diesem ganz einfachen Beispiel noch eine Erweiterung an. Callbacks. Oft versteht man unter Callbacks eben asynchrone Rückrufe. Wir wollen uns hier jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel anschauen, wo einfach der Server den Client nochmal etwas fragen kann, wo der Client also letztlich dem Server so eine Art Hook, nennt man es auch öfter, anbietet, über das der Server sich nochmal Detailinformationen abholen kann. Das ist in dem Kontext jetzt keine zwingende Lösung, das so zu implementieren. Im Gegenteil, man könnte ja einfach gleich einen weiteren Parameter mitgeben, über den der Server etwas erfährt. Aber es geht hier auch nur darum zu demonstrieren, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Server einen Client nochmal etwas fragen kann und diese Informationen dann für eigene Berechnungen verwenden kann. Wie ist hier das Vorgehen generell? Der Client wird ein entferntes Callback-Objekt erzeugen, das eben auch eine von Remote abgeleitete Schnittstelle mit Methoden zum Aufruf durch den Server implementiert. Denn jetzt wird ja der Server dann den Stub für das Objekt auf der Client-Seite brauchen, um genau den zu verwenden, um von dem Client eben diese zusätzliche Information einzuholen. Der Server im Umkehrschluss, der wird weiterhin eine Operation bereitstellen, die es dann interessierten Clients erlaubt, diese Objektreferenzen der Callback-Objekte zu informieren. Der Server wird diese Liste der Objektreferenzen speichern, wenn Sie einen echten Callback haben. Und wird dann, wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt, das ist eben genau dieser asynchrone Fall, alle interessierten Clients aufrufen. Was ist das Problem, wenn Sie das exzessiver nutzen wollen? Es kostet erheblich Performance auf Serverseite und zum anderen haben Sie natürlich hier keine Echtzeitfähigkeit.
Und schauen wir uns dann dazu jetzt ein erweitertes Beispiel an. Ich hatte Ihnen ja das als erweitertes Beispiel noch in Aussicht gestellt, dass ich Ihnen ein solches zeigen würde. Also das erweiterte Beispiel soll in dem Fall jetzt ein Date Provider sein mit Formatierung. Schauen wir rein, was ändert sich? Unser iDate Provider, der bietet zusätzlich zu dem klassischen GetDate, was Sie aus dem einfachen Beispiel eben kennen, bietet er jetzt eine zusätzliche Methode an, wo er ein bereits als String formatiertes Date dem Client zur Verfügung stellt. Und er erwartet hier, dass man ihm einen iFormatStringProvider reicht. Und natürlich kann auch diese Methode eine Remote Exception werfen. Das ist klar, weil sie sich in diesem Interface befindet. Gut, also was ist eigentlich neu, dieser iFormatStringProvider? Und das ist genau dieses Interface, was jetzt auf Client-Seite ins Spiel kommt. Schauen wir mal rein. Der bietet eigentlich nur eine einzige Methode an, nämlich getFormatString. Sie wissen, dass Sie Dates passend für die Ausgabe formatieren können. Und hier ist jetzt die Idee, der Server kann einfach, bevor er diesen als String formatierten Datumswert oder Zeitstempel zurückgibt, kann er den Client befragen, sag mir doch mal, mit welchem klassischen Date-Format-String möchtest du das Ganze denn formatiert haben? Der Date-Provider wird dann etwas aufwendiger, also der Server, weil er jetzt diese neue Methode anbieten muss. Den oberen Teil, den kennen Sie, das ist genau das, was wir in dem einfachen Beispiel schon hatten. Und neu ist eben genau hier dieser untere Teil, diese eine neue Methode, natürlich auch ein Override zu dem Interface. Und diese Methode bietet eben jetzt diese Implementierung zu getFormattedDate an. Und Sie sehen, das ist eigentlich extrem simpel. Sie nutzen dieses SimpleDateFormat, was Sie zum Formatieren von Datumswerten vielleicht schon mal gesehen haben. Und dieses SimpleDateFormat wird genau konfiguriert mit diesem FormatString, den Sie sich von Ihrem Provider über diese einzige Methode holen. Und was geben Sie letztlich zurück? Ja, Sie geben genau das zurück, was dieses Simple Date Format ermittelt, wenn es dieses Datum weiterhin ein New Date, also genau ähnlich wie die Implementierung oben von Get Date, wenn es dieses Datum dann eben erzeugt und nachher formatiert. Dieses Ganze geht dann als String zurück an den Client. Jetzt schauen wir also auch in den Client rein. Im Client haben Sie jetzt ein ganzes Stück mehr umzusetzen, denn der Client muss einmal diese Implementierung für dieses Interface bereitstellen, also dieses getFormatString. Wir geben jetzt hier im einfachen Fall einfach mal Tag, Monat, Jahr zurück. Diese FormatString-Syntax, die ist bei dem SimpleDateFormat auch in der Java-Dokumentation nochmal genau dokumentiert. Jetzt haben wir im Client einfach eine zusätzliche Methode, die sagt, hol uns mal dieses entfernt formatierte Datum. Da ist jetzt dieser Aufruf reingewandert, den wir ursprünglich in Main hatten. Ja, die Klasse sieht also schon ein bisschen anders aus. Und Sie sehen hier, es wird hier aber genauso diese Registry geholt. Im Anschluss wird genauso dieses Casting durchgeführt auf diesen iDate-Provider, den Sie anhand dieses Interface-Namens gefunden haben. Und dann führt er zum Vergleich einmal einen Standardaufruf durch für dieses lokale Datum, damit Sie auch sehen, unsere Formatierung, die wirkt wirklich. Und dann führt er eben einen Aufruf aus auf diesem remote formatierten Datum und wird dann eben dieses Ergebnis über System Out Print Line ausgeben. Jetzt ist noch die letzte Frage, wie sieht unsere Main aus? Die sieht nämlich auch etwas anders aus. Sie müssen jetzt, nachdem Sie sich Ihren Date-Client erzeugt haben, diese Instanz, müssen Sie auch diese noch exportieren, damit eben der Server genau diese Instanz auch noch finden kann und in der Lage ist, Sie als Client zurückzufragen. Also, Sie registrieren über diese angesprochene Methode Unicast Remote Object Export Object, registrieren Sie eben genau diesen oben erzeugten
Date Client und lassen Java einfach die Auswahl, welchen Port es nutzen soll. Und danach können Sie auf genau diesem Date Client, den Sie da registriert haben, können Sie diesen Methodenaufruf machen an den Server. Gib mir jetzt mal das Remote formatierte Datum. Jetzt gehen wir also durch die weiteren Schritte durch, weil wir uns die Interface, die Server und die Client-Implementierung jetzt angeschaut haben. Dann können wir also jetzt das Ganze wieder laufen lassen. Wir müssen also jetzt dann unseren neuen Date Provider registrieren. Das können wir ja dank Rebind einfach tun, indem wir das Tage wieder laufen lassen. Jetzt schauen wir auch hier nochmal kurz rein. Es ist genau dasselbe. Wir haben auch hier in dem Target drin wieder als Argument diese VM mit drin stehen. Und zwar genau dann, wenn wir auf wirklich auch den Date Provider schauen, also auf die Serverkomponente. Das sehen Sie jetzt hier, dass wir dank Dollar Workspace Log hier dann wirklich nur diesen Projektnamen ändern müssen. Und ansonsten sieht es genau gleich aus zu dem vorigen Projekt. Können wir also diesen Date Provider starten und Sie sehen auch hier kommt wieder die Ausgabe. Wir haben das Ganze erfolgreich an die Registrierung gebunden. Wenn wir unseren Client nun starten, auch da zeige ich Ihnen kurz die Run Configuration. Da stellen wir eben genau fest, dass wir hier, obwohl der etwas registriert wird, keinen extra weiteren Parameter für die VM brauchen, irgendwelche Pfade angeben, sondern wir können einfach den Client starten. An der Stelle hat sich nichts geändert zum einfachen Beispiel. Wenn wir den jetzt starten, dann sehen wir eben genau, holen wir das Datum lokal, dann haben wir eben genau diese Standardformatierung, die in New Date kommt, holen wir ihn remote. Dann haben wir eben genau die Formatierung, die wir hier vorgegeben hatten, nämlich dieses Tag zweistellig, Schrägstrich Monat zweistellig, Schrägstrich Jahr vierstellig. Also diese untere Ausgabe. An der Stelle noch der Hinweis, was passiert, wenn Sie hier in Main diesen Client nicht exportieren. Dann bekommen Sie ein sehr interessantes Fehlerbild, nämlich das, dass sich Änderungen am Client, insbesondere an dem Format, das er für das Datum vorgibt, wenn der Server rückfragt, nicht widerspiegeln, sondern dass Sie mit dem zunächst gestarteten, so lange bis Sie den Server neu starten und neu registrieren, Sie immer wieder dieses Ergebnis bekommen, so wie die erste Client-Instanz, die Sie gestartet hatten, das liefert. Ganz komisches Fehlerbild, da könnten Sie sehr lange suchen. Deswegen weise ich Sie da nochmal explizit darauf hin, achten Sie darauf, dass Sie eben diesen Client auch exportiert haben, zum Beispiel über Unicast Remote Object.exportObject. Das ist also jetzt die einfachste Form, wo wir diesen Aufruf von Seiten des Servers nicht asynchron haben, aber der Mehraufwand, um hier einen tatsächlichen Callback, einen Asynchron durchzuführen und den Client zunächst beim Server zu registrieren, würde sich darauf erstrecken, am Server eben eine weitere Methode, eventuell sogar in einem weiteren Interface verpackt, anzubieten, worüber der Client sich registrieren kann. Und genau diese Methode, wo der Client sich registriert, dann entsprechend hier aufzurufen, entweder bevor oder anstatt man diesen Aufruf macht, den wir hier machen, um unsere Remote-Funktionalität zu demonstrieren. Und danach würden Sie irgendwann einen anderen Serveraufruf machen und der Server könnte dann Ihnen asynchron dieses Ergebnis abladen, weil Sie sich ja registriert haben. Also kein sehr großer Unterschied, auch wenn ich Ihnen hier den asynchronen Callback nicht direkt zeige. Den können Sie dann in der Übung unter anderem programmieren. Dann gehen wir zurück auf unsere Folien. Ich möchte noch auf einen wesentlichen, aus meiner Sicht wesentlichen Hintergrundpunkt eingehen, und zwar verteilte Speicherverwaltung. Sie wissen, in Java haben Sie normalerweise, wenn Sie in einer JVM arbeiten, die Garbage Collection, die sehr angenehm für Sie
solche Objekte sofort abräumt, auf die keine Referenzen mehr vorliegen. Natürlich können Sie in Java trotzdem noch Speicherlecks einbauen. Das ist mir in einem eigenen Projekt auch schmerzhaft passiert, wo man dann doch relativ lange sucht, denn man sucht dann letztlich, welche Referenz doch noch erhalten ist innerhalb dieser JVM, die dann dazu führt, dass die Garbage Collection eben ein Objekt noch nicht abräumen kann. Wenn wir jetzt in einem verteilten Szenario sind, dann ist das Ganze letztlich übertragbar, und das ist ja auch die Hauptidee hinter Java RMI, dass ich eben mir überlegt habe als Sun, wie kann ich an das Bestehen Java und seine Möglichkeiten jetzt generisch diese zusätzliche Möglichkeit der Unterstützung von Verteilung anflanschen, sodass der Entwickler möglichst wenig Zusatzaufwand hat. Und die Idee, die Sun dort hatte, ist, dass letztlich der Serverprozess für jedes seiner entfernten Objekte, also für jedes der Objekte, die über RMI verwendet werden können, die Menge der Prozesse mit Referenzen auf ein solches entferntes Objekt verwaltet. Das heißt, wenn er einen entfernten Verweis empfängt, der zum Beispiel auf ein Objekt B zeigt, dann führt das letztlich zu einem Address von B auf dem Server für dieses Objekt. Und damit wissen Sie eben auch, dass der Server C jetzt diesen Client C also hinzufügen muss zu der Menge B.Holders, also letztlich derer, die Referenzen auf B halten. Die Garbage Collection des Clients C schickt eben bei Nichterreichbarkeit dieses Proxys einen Aufruf, dass diese Referenz entfernt werden soll an den Server, und kann dann diesen Proxy löschen, was dazu führt, dass der Server diesen Client C aus diesen B.Holders löscht. Und damit funktioniert B.Holders eben generisch erweitert auch für den verteilten Fall. In dem normalen lokalen Fall hat der die JVM jeweils B.Holders auch passend befüllt, und dann bleibt die Bedingung genau gleich. Wenn diese Menge B.Holders leer ist, dann können Sie abräumen. Und die Garbage Collection gibt eben diesen Speicher wieder frei. Was man jetzt festhalten kann, eine Menge verwandter Objekte ist dann letztlich erreichbar über eine gemeinsame Wurzel. Ich habe schon gesagt, dass diese Referenzen ja jeweils verhindern können, dass etwas abgeräumt wird, und sie können diese Referenzen jeweils rückwärts laufen, solange bis sie an ein einzelnes Objekt kommen, das Wurzel eines solchen ganzen Geflechts sein kann. Und das Interessante daran ist dann, dass es genügt, diese Wurzeln zu verwalten, und dass sie die Garbage Collection dann durchführen können, indem sie feststellen, welche Objekte sind nicht mehr über eine noch benötigte Wurzel erreichbar. So viel zu diesem Hintergrund. Dann möchte ich abschließend noch eine kurze Bewertung von RMI vornehmen. Java RMI ist Basistechnologie der J2EE-Plattform. Da werden Sie wahrscheinlich im Wirtschaftsinformatikprojekt 2 oder Informatikprojekt 2 noch Kontakt mitbekommen. Also Basistechnologie der Java Enterprise Edition, was im großen Unternehmensumfeld eingesetzt wird. Das heißt, Java RMI ist eine im Java-Umfeld absolut bedeutende Technologie, und Sie sollten das wesentlich verstanden haben, weil diese Plattform unter der Haube eben genau das einsetzt und so tickt. Und wenn Sie da hier schon etwas Erfahrung damit sammeln können, wird Ihnen das auf Dauer sicher nützlich sein. Sie wissen ja, dass J2EE aktuell sehr verbreitet ist. Java RMI ist letztlich für reine Java-Lösungen eine gute Alternative, weil die Infrastruktur einfach mit der Java-Plattform bereits verfügbar ist, weil Sie alle Dienste nutzen können, die auf der Java-Plattform drauf sind, weil Sie auch gesehen haben, die Implementierung fällt extrem einfach aus. Wir werden in der Übung ein Beispiel bearbeiten, wo Sie eine existierende Anwendung, die fertig ist,
die sie möglicherweise zum Teil noch selber ausbauen, diese existierende Anwendung dann sozusagen portieren sollen, verteilen sollen im Nachhinein auf RMI. Das wäre also dieses klassische Szenario, das ich ganz am Anfang eigentlich als Motivation, als Einstieg angerissen hatte. Wir haben ein lokales Programm und jetzt stellen wir fest, wir brauchen zum Beispiel mehr Benutzerzugriff und deswegen müssen wir es dann verteilen und dann werden Sie sehen, das nachträgliche Verteilen über RMI fällt eben sehr, sehr einfach aus und Sie sehen als Entwickler gar nicht so viel davon, dass hier über RMI verteilt wurde. Nächster sehr vorteilhafter Punkt: entfernte Aufrufe erfolgen transparent. Auch dieser Stub wird im Hintergrund erzeugt. Sie nehmen es eigentlich gar nicht wahr. Diese entfernte Referenz fühlt sich für Sie an wie eine lokale. Einzige wesentliche Auswirkung ist eben, dass Sie zusätzlich diese Remote Exception haben, mit der Sie umgehen können müssen. Wenn Sie jetzt die Implementierung bereits lokal liegen haben, dann können Sie sich sogar überlegen, auf Client-Seite selbst noch ein Caching einzubauen. So wie Sie eben die Netzwerkbasis Protokolle ändern können, wenn Sie was eigen implementieren, können Sie hier auch überlegen, ob Sie durch Eigenimplementierung sich an der Stelle eben noch unabhängiger machen von dieser prinzipiell synchronen Kommunikation, die da bei RMI stattfindet, wenn der Stub den Skeleton kontaktiert. Was man auch festhalten kann, für größere eigene Anwendungen ist RMI in der Regel nur im J2E-Umfeld geeignet, denn sonst müssen Sie eben sehr viel an eigenem Programmieraufwand zusätzlich leisten. Aber im J2E-Umfeld setzen Sie es eben intensiv ein. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß mit der anschließenden Übung.